Drei TikToks gleichzeitig. Achso, ja, es sieht wirklich so aus, als wärst du ein TikTok, ich wäre ein TikTok und in der Mitte ist. Wir sind alle TikToks! Mach was Witziges! Sag was Witziges los! Nö. Erwachsenes Ich, wenn SpongeBob läuft. Oh no. Ich fühle. Weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, ich habe SpongeBob nie als Kind geguckt, deswegen darf ich das. Ich darf das. SpongeBob geliebt, aber ich feiere es immer noch. Ich finde, wenn man SpongeBob heutzutage guckt, fallen einem die ganzen Witze auf, die nicht für Kinder geschrieben sind. Kann sein. Ich hab's halt nicht als Kind geguckt. Deswegen, dich verurteile ich. Mich verurteilst du? Warum? Ja, weil du musst ja erwachsen sein, wenn du das guckst. Nein, Digga, hä? Und ich hab das halt als Kind nicht geguckt, deswegen. Ich würde gerne sowas sagen wie, ich bin sonst oft genug erwachsen. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Menschen, die komplett lost sind. Zuerst über mich, ich bin Schweizer und ich mache diese Präsentation auf keinen Fall, um meine eigenen Minderwertigkeitskomplexe zu überspielen. Respectable. Auf Platz 5 haben wir Menschen, die ihre Apps nach Farbe sortieren. Denen ist nicht mehr zu helfen. Auf dem 4. Platz... Apps nach Farbe sortieren fühle ich gar nicht. Ich sortiere meine Apps schon in Ordner nach, was ich brauche. Ich habe Social Media, Foto-Apps... Keine Ahnung, so Streaming-Dienste und sowas, aber nach Farbe sortiert, also denen ist nicht mehr zu helfen. Farbe ist ja schrecklich, also tut mir leid, ja. Ihr seid los. Platz haben wir Menschen, die sagen, ich schaue kein TikTok, weil das kindisch und unlustig ist, aber die ganze Zeit Reels schauen, das hat nur Nachteile. Erstens kommen die Trends immer 4 Monate später, man wird automatisch zum Boomer. Maoki, bist du jemand, der Instagram-Reels guckt, aber TikToks nicht? Ich habe kein TikTok. Ich habe den Typen heute Morgen erst bei den Reels gesehen, als er Stifte geratet hat, okay? Aber das Ding ist, alle Videos, die auf TikTok sind, kommen halt viel später irgendwann auf Instagram. Und ja, du hast auf Instagram hast du einen scheiß Algorithmus, heißt, kriegst auf Instagram immer nur so langweiligen Scheiß vorgeschlagen, den du gar nicht wirklich sehen möchtest. Ich bekomme nur Tiere vorgeschlagen, das ist vollkommen fein. Aber auf TikTok kriegst du bessere Tiere. Ich werde mir TikTok machen und wenn es scheiße ist, bist du dafür verantwortlich. Du musst so wie alles andere in meinem Leben. Pass auf. Maoki zieht um. Anni wird schuld. Maoki macht Streaming. Anni ist schuld. Okay. Erstens, hol dir TikTok, aber wenn du TikTok machst, du musst dich so durch so einen Nachmittag oder ja nicht ganz, aber so ein bisschen durchquälen durch TikToks, die du wack findest. Weil der Algorithmus braucht einen Moment, um sich auf dich einzustellen. Aha. Heißt, du musst alles liken, was du gut findest, alles, was du scheiße findest und nicht sehen willst, musst du auf nicht interessiert klicken. Und das dauert einen Moment und dann adjustet sich das. Und dann hast du immer nur noch die TikToks, die du nice findest. Aber ist es nicht besser, TikTok nicht zu haben, wenn es so gut ist? Man sitzt doch die Hälfte seines Lebens dann nur noch vor TikTok. Ja, darum geht's. Okay, weiter geht's. Und die Daten werden nicht automatisch an die chinesische Regierung übermittelt. Das ist auch sehr unpraktisch, deswegen ist TikTok viel besser. Auf Platz 3 haben wir Leute, die Lukas heißen. Zweitens Menschen, die... Der Blick. Kein Bier mögen. Ich will jetzt hier nicht zum Trinken animieren, aber Leute, die kein Bier mögen, sind mir sehr, sehr sass. Auch Babys und auf dem 1. Platz... Auch Babys. Magst du Bier, Maoki? Ich mache mich jetzt mal ganz schnell unbeliebt. Ich liebe Radler. Mhm. Aber magst du Bier? Was? Ja, das war's. Ich liebe Radler. jetzt kriege ich ganz viele Hassnachrichten. Nein, also ich finde Radler auch lecker. Ich finde auch so Gösser übertrieben lecker. Ist voll erfrischend, aber es ist für mich nicht Bier. Ist ja auch nicht Bier. Nee, ne? Und deswegen, ich finde es immer so weird, wenn Leute sagen, ich mag Bier, ich trinke gern. Mischbier. Ja, aber Bier schmeckt wie Abwasch. So das, was sich nach dem Abwasch in dem Ding sammelt, das ist Bier. So schmeckt, das schmeckt wie Bier? Ja. Oh mein Gott, ich kann so viel Geld sparen. Jo. Ist einfach nicht gut. Und jetzt kommt mir nicht mit Weizen oder Pilz oder so. Schmeckt alles scheiße. Nein, Bullshit. Du musst nur das richtige Bier für dich finden.
Bier-Review, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und ich zeige dir meine Top 10 Lieblingsbiere. Und nach dem ersten bist du schon betrunken, oder wie? Obviously, ja. Ah, okay, cool. Haben wir Menschen, die alle Geburtstage von Kollegen und der Familie auswendig wissen. Ich weiß mein Geburtstag auswendig und der Geburtstag meiner Mutter. Beim Rest habe ich keinen Plan. Menschen, die alle Geburtstage auswendig wissen, die brauchen unbedingt eine psychische Behandlung. Verstehe ich auch nicht. Du hast am 21. Mai? Jo! Richtig? Du hast am 27. September. Oktober. 29. September. 21. 29. 29. Weiß ich doch. Na, nicht schlimm. Hä, das war nur ein Joke. Natürlich wusste ich das. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn meine Leute meinen Geburtstag nicht wissen. Ich find's gar nicht schlimm, weil ich auch alle Geburtstage mir nicht merken kann oder so ein paar Tage hin und her schiebe. Ich weiß, dass manche Leute so im Winter Geburtstag haben, aber halt, what the fuck, man kennt doch nicht den Tag genau. Who gives a shit? Ah, du hast doch einen Kalender für so eine Scheiße, oder nicht? Damals gab's Facebook dafür, das war ganz praktisch, weil Facebook dich jeden Tag daran erinnert hat, wer heute Geburtstag hat. Auf Instagram und so und Twitter gibt's es irgendwie nicht. Da kriegt man keine automatische Benachrichtigung. Das ist so ein bisschen blöd. Ja. Bisschen süß. Und terrifying. Nein, voll süß. Terrifying. Horten Sie. Nein. Nein. Blödsinn. Nein. Bullshit. Nein. Hortensie. Nein. Hibiskus. Ja, Hibiskus. Hipsikups. Na. Chrysantheme, bitte. Chrysantheme, das wird irgendwas anderes sein. Crystal Meth. Viechlein. Viechlein. Öle. Horten Sie. Bitte nicht. Das macht mich wütend. Das macht mich sehr wütend. Ist das so ein bisschen, wie das dich wütend macht, wenn man gewisse Nahrungsmittel falsch ausspricht? Avocado. Was machst du da? Hör jetzt auf! Verschwinde hier! Alter, what? Was für eine Power du hast, wenn du einfach eine krasse Stimme hast. Ja. Du bist so mächtig. So Disney-Villain sein. Du kannst alles sein. Ich würde ohne Kamera streamen und einfach nur eine krasse Tenorstimme haben bei allem, was ich spreche. Dich als, wie heißen die Dinger? VTuber kann ich mir echt gut vorstellen, actually. Ja, dann wäre auch mein Gesicht los. Und wusstet ihr eigentlich, dass man bei Tofifees einfach nur diese... Hört auf! Was ist denn los mit deiner For You-Page? Tofifees reichen mir! Nippel drücken muss, Nippel drücken und der Tofifee kommt ganz easy raus. Tofifee! Okay. Who's that Pokémon? Weiß ich nicht. Giratina! Echt? Ja. It's Pikachu! Das ist furchtbar und das würde ich in meinen Träumen heute Nacht verfolgen. Es ist immer Pikachu. POV, du schläfst im gleichen Hotelraum wie dein Vater. Das Ding war,
marokkanischen Hochzeiten ist auch, damit die Gäste nicht so früh abhauen, gibt's das Essen erst ganz spät. Und es ist so laut. Ja. Auf marokkanischen Hochzeiten gibt's das Essen so oft erst, also nachts irgendwann. What the fuck? Mhm. Es gibt immer, also das Essen gibt so, ist doch das Beste an der Hochzeit. Genau, deswegen gibt es erst ganz spät, damit alle so lange bleiben. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Ah. Ja, das ist, ja, das ist kein, das ist echt, Berlin hat auch schöne Ecken, aber ja, das Kiez. Ich soll mal ein Video in der Joko Winterscheid-Stimme machen? Nee, Leute, ich kann das wirklich nicht so gut. Ey, Klassi, guck mal hier, TikTok. Ey, hallo, ich bin Joko Winterscheid, hier auf dem Account von Paolo Muck. Wer zum Fick ist Joko Winterscheid, noch nie in meinem Leben gehört? Sorry, was? Aber ich wüsste jetzt nicht, wie der spricht. Ich weiß, es gibt Joko und Klaas. Aber ich, ich wüsste jetzt nicht, wie der spricht. Warum hast du mich damals nicht besiegt? Sag schon, Sasuke! Sasuke! Das ist so klasse. Genau so. Es ist genau so. Wenn du wieder ein schlechtes Zeugnis hast und zu Hause Schläge auf die Oh mein Gott. Juhu. Oh, Pipis. Wenn du einen Cappuccino bestellst und der Barista sagt, für dich sicher mit Hafermilch. In Germany we don't say, I'm sorry my friend, I have to go. We say, so. So. We say, so. So. Es ist tatsächlich krass, wie oft ich das auch benutze. Wenn du einen Charakter aus einer Serie googelst und Tod als Suchvorschlag auftaucht. Oh. Jedes Mal. Oder man googelt auch für Cosplay ein Bild von irgendeinem Charakter und der erste ist einfach tot und bist so. Die Freundin macht einen Eingang, ja? Oh! Ah. Hey, aber es ist keiner verletzt worden. Wie peinlich. Oh mein Gott, ich würde im Boden versinken. Ich glaube, ich hätte mich einfach nur 300 Mal bei dieser Frau da unten drunter entschuldigt. Guys, we got a doggy dessert. Oh man, look at that. Akani! Akani! Ich könnte das nicht essen. Baby, Alter. Das ist ja schrecklich, Alter. Das ist immer so ein toter Hund auf dem Teller. Oh man, look at that. Das sieht so echt aus auch. Also. Oh, Scheiß. Oh nein, der arme Hund. Oh, das ist geil. Alter. Ach so, Gott, ey. Okay. How to trigger a millennial? The book? No, hell no. Run that shit. I need the rest of these notes. No. And I miss. Oh Mann. Grill auspacken. Oh boy. Ja. Natürlich. Was ist es für ein Ding, dass Deutsche so gerne grillen? I don't know, aber es ist großartig. Ich finde, es ist das Beste, was man machen kann, wenn gutes Wetter ist. Auch so in den Park gehen, wo Grillen erlaubt ist. Auch wenn du nur in diesen Aluschalen grillst. Es ist einfach nice. Es ist einfach nice. Meine Familie ist auch immer irgendwie in den Park. Komplette Family, alle Familienzweige mit und dann boom, grillen. Das war immer richtig, richtig geil. Warum machst du Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd. Warum machst du Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd. Oh, die müssen auch mal wieder in den Zoo gehen, Alter. Oh,
Das war's. Das war das letzte TikTok, Mauki. Jo! For real? For real, for real. Es ist Zeit, sie ist geflogen.